Money in Aktion. Es ist Trainingszeit und da gibt der belgische Schäferhund alles. Und das, klar, in seinen neuen Dienstklamotten der Bochumer Polizei. Heute wird Stöbern trainiert. Gut machst du das. Guter Junge. Gut. Herrchen Dennis macht eine Ausbildung zum Diensthundeführer, zusammen mit Money. Ein Dreamteam, seit ihrer ersten Begegnung Ende März dieses Jahres im Tierheim Bottrop. Und ja, dann sind wir das erste Mal da hingefahren mit dem Petter und mit dem Jens und haben uns den Hund angeguckt. Und beim zweiten Mal haben wir ihn dann auch mitgenommen. Also ich habe mich direkt in den Hund verliebt. Vom Tierheim zur Polizei, so etwas hat auch der Trainer der beiden noch nicht erlebt. Das ist ein richtiger Glücksgriff, würde ich sagen. Also es ist ein Hund, der von vornherein zugänglich ist. Wir haben ja oftmals die Probleme, dass wenn wir Hunde aus dem Tierheim kriegen oder von irgendwelchen Leuten, dass die vorher ein Problem hatten. Ansonsten gibt ja keiner seinen Hund ab. Und bei Manni hat man das Gefühl, den haben wir einfach nur vergessen. Denn bis jetzt haben wir nichts Negatives bei dem Hund festgestellt. Manni ist voll bei der Sache. Naja, also fast. Du sollst aber nicht mit den Leuten anspringen und nicht schlabbern hier. Was soll das denn? So, geh mal runter. Dass dieser Hund mal so einen Weg geht, hätte bei seiner Abgabe im Tierheim Ende vergangenen Jahres zunächst keiner gedacht. Aber dazu später mehr. Jetzt hat Manni nicht nur einen Job, sondern mit Dennis, seiner Familie und dem 11-jährigen Labrador ein neues Zuhause. Zu einem ganz normalen Familienhund gibt es da keine Unterschiede. Jetzt lassen wir ihn jetzt nicht mit den Kindern spielen, weil er halt anders spielt und die den Labrador gewöhnt sind, mit dem man alles einfach machen kann. Also er liegt im Wohnzimmer, er liegt in der Küche, er steht genauso an der Arbeitsplatte in der Küche wie der Labrador. 2 Stunden trainieren die beiden täglich hier und wachsen immer mehr zusammen. Ich bin sehr zuversichtlich. Wie gesagt, ich mache den Job seit 30 Jahren, etliche Hunde konditioniert. Und hier ist einer, bei dem mache ich mir die wenigsten Gedanken, dass es nicht funktioniert. So eine Entwicklung hätte sich Tierpflegerin Marion Kusche niemals vorstellen können, als der damals ca. 8 Monate alte Manni bei ihr im Tierheim landet. Hier ist ein großes Waldgebiet und da lief der dann ohne Leine rum. Und die Dame hat ihn dann halt zu uns gebracht am 17. Dezember. Und das ist natürlich sehr weitläufig. Sie wissen jetzt nicht genau, an welcher Stelle der Hund ausgesetzt wurde. Der lief da halt einfach rum, ohne Leine, ohne Halsband. Am Anfang war der Start schon sehr holprig. Manches Mal habe ich auch gedacht, boah, nein, ich muss jetzt wieder zum Manni. Manni macht damals vor allem Marion das Leben schwer. Doch sie spürt, dieser Hund ist nicht böse, sondern verwirrt und reizüberflutet. Die gelernte Hundetrainerin beginnt mit Manni zu arbeiten. Das dauerte natürlich auch ein paar Tage. Und dann sind wir spazieren gegangen, dann hat er mich halt nur noch geboxt. Ich hatte überall blaue Flecken von diesem Hund. Aber ich weiß, dass er es nicht böse gemeint hat, sondern weil er einfach so mega nervös war. Die Tierpflegerin merkt, Manni ist cleverer als andere Hunde und er will lernen. Ja, und irgendwann haben wir natürlich den Gedanken gehabt, das wäre doch toll, wenn der zur Polizei könnte. Und dann haben wir auch schon einige angeschrieben und angerufen. Und da wurde uns dann immer gesagt, nein, die nehmen nur Hunde aus einer eigenen Zuchtlinie. Doch durch Zufall erfahren Dennis und sein Trainer von dem Hund im Tierheim und lernen ihn kennen. Der Rest ist Geschichte. Im April kommenden Jahres werden Manni und sein Herrchen voraussichtlich gemeinsam ihren Dienst für die Bochumer Polizei aufnehmen. Was für ein Happy End für Heimhund Manni.